Herzlich willkommen zum nächsten kleinen Einzelmodul, den Einstieg in das erste Schwerpunktsthema des Moduls Nachhaltiges Bauen 2. Im letzten Video hatte ich grundsätzlich über das Thema der lebenszyklusorientierten Betrachtungsweise oder Planung gesprochen. Heute soll es jetzt darum gehen, den ersten großen Aspekt zu beleuchten oder in ihn einzusteigen, nämlich die Ökobilanzierung von Baustoffen, Baukonstruktionen oder ganzen Gebäuden. Wie geht das vonstatten? Was muss ich dabei berücksichtigen oder beachten? All das soll heute beachtet oder Berücksichtigung finden. Auch dazu gibt es wieder die PowerPoint-Präsentation oder das Handout, das Sie sich gerne natürlich auch herunterladen können im Online-Kurs. Wir gucken uns wieder, wie gehabt, zuerst die Relevanz des Themas an, reden dann über die Einordnung und Ziele und die Brisanz, könnte man sagen, einer Ökobilanz. Dann reden wir kurz darüber, wie läuft eine Ökobilanzierung ab, auf welche Datengrundlagen kann ich zurückgreifen und welche Tools stehen mir zur Verfügung. Und wir gucken uns schon mal grob das entsprechende Kriterium der DGNB dazu an, nämlich ENV 1.1, die Ökobilanz des Gebäudes. Die Definition des Begriffs ist der DIN ISO 14040. Entlehnt, die das Thema Ökobilanz sehr weit fasst, unspezifisch fasst, und wir müssen es dann letzten Endes auch auf Bauprodukte oder auch Gebäude übertragen. Ganz allgemein definiert aber die Ökobilanz oder im Englischen Life Cycle Assessment, daher kommt auch die Abkürzung, die gebräuchliche LCA, berücksichtigt die Ökobilanz den gesamten Lebenszyklus eines Produktes, einer Konstruktion oder eines Gebäudes, und zwar von der Rohstoffgewinnung bis zum Rückbau oder Entsorgung des Materials, also von der Geburt bis zur Bahre. Das werden nachher auch Begriffe sein, die auftauchen. Welche Phasen der Ökobilanzierung kennen wir jetzt? Also was wir machen, ist letzten Endes die Anwendung der Ökobilanz. Das heißt, wir greifen schon auf Ökobilanz-Kennwerte zurück. Letzten Endes erfolgt die vorlaufende Ökobilanzierung von Baustoffen durch die Hersteller und akkreditierte Büros. Wir greifen darauf zurück. Und das, was da stattfindet, ist eben eine Wirkungsabschätzung, eine Sachbilanz. Und was auch wichtig ist zu verstehen, die Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens. Wir werden sehen, je nachdem, wie ich den Untersuchungsrahmen, den Bilanzrahmen wähle, kann ich eben auch die Aussagen einer Ökobilanz steuern oder verfälschen. Das wird dann ausgewertet in Form der Ökobilanz und fließt dann wiederum weiter oder ein in weitere Entscheidungsprozesse. Welche unterschiedlichen Systemgrenzen kennen wir jetzt? Wir kennen das System Stadt. Das heißt, ich kann mir anschauen auf Stadtebene, was sind die Stoffe, die Energien und so weiter, die Ressourcen, die ich reinstecke. Dann findet in der Stadt, in der Blackbox erst statt. Und ich kann den Output, also das, was da rauskommt, natürlich auch bilanzieren. Ich kann als Untersystem der Stadt ein Quartier definieren und dafür das Gleiche machen. Ich kann als Untersystem des Quartiers ein Gebäude oder den Freiraum wählen und als Subsystem des Gebäudes wiederum eine Konstruktion, ein Bauteil. Und dann lande ich letzten Endes als Bestandteil der Bauteile, der Konstruktionen bei den Baustoffen. Und für diese Baustoffe oder nicht genügende Informationen meiner Ökobilanz. Bei der Ökobilanzierung nach den Kriterien der DGNB
werden der Untersuchungsrahmen, die Herstellung, also wird der Untersuchungsrahmen entsprechend des DGNB-Handbuchs festgelegt. Das heißt, ich betrachte die Herstellkosten, die Nutzungsphase und das End of Life, das sogenannte EOL, das End of Life. Für Gebäude gilt das. Und für Quartiere gibt es dementsprechend angepasste Szenarien und Randbedingungen. Was ich noch nicht berücksichtige, ist die Verkehrsebene. Das hat sowohl für Gebäude, aber vor allem für Freiflächen, für Freiräume auch Konsequenzen. Wir gucken aber im Speziellen hier auf die Ökobilanz eines Gebäudes. Welche Lebenszyklusphasen kennt jetzt die DIN 14040? Sie sind hier aufgelistet. Wir kennen die Lebenszyklusphase A, das ist die Produktebene. Das heißt, da bilanziere ich in den Phasen A1 bis A3, beziehungsweise das macht der Hersteller für mich schon. Die Rohstoffbereitstellung, den Transport und die Herstellung im Werk. Dann gibt es die Phasen A4, A5, das ist der Transport und der Einbau auf der Baustelle oder Transport zur Baustelle und den Einbau auf der Baustelle. Dann gibt es die Phasen B, B1 bis B7. Sie können das entsprechend sehen. Das ist die Nutzungsphase, könnte man sagen. Das heißt, die Nutzung des Produkts, die Instandhaltung, Reparatur, der Ersatz, Umbau, Erneuerung, betrieblicher Energieeinsatz gilt auch manchmal und der betriebliche Wassereinsatz. Welche Phasen wir davon nehmen, das steht wiederum im DGNB-Handbuch drin, da kommen wir aber auch gleich noch zu. Dann kommen die Lebenszyklusphasen C, C1 bis C4, das ist das Ende des Lebenswegs, End of Life, auch das muss ich mit bilanzieren und es gibt auch noch die Lebenszyklusphasen D, das sind Gutschriften und entsprechende Lasten. Wenn es eine negative Gutschrift ist, dann sind das entsprechende Belastungen. Die Systemgrenzen gemäß dem Kriterium ENV 1.1 sind folgende. Das heißt, es gibt eine Anlage im Kriterium, in dem Kriterienkatalog. Und ich berücksichtige oder wir werden berücksichtigen die Lebenszyklusphasen A1 bis A3. Das heißt, die Herstellungsphase des Produktes. Wir werden ausgewählte Phasen der Nutzung berücksichtigen, das heißt die Instandhaltung, den Austausch, den Energieverbrauch im Betrieb des Gebäudes und den Wasserverbrauch des Gebäudes. Das sind wiederum Eingangsgrößen aus anderen Kriterien. Und wir werden berücksichtigen das Ende des Lebenszyklus, das heißt die Abfallverwertung und Entsorgung. Wir werden nicht den Energieaufwand zum Beispiel für den Rückbau berücksichtigen, sondern nur, was passiert mit dem Produkt am Ende des Lebenszyklus. Und wir werden gegebenenfalls Gutschriften für Recycling, Potenzial für Recycling berücksichtigen. Zum Beispiel bei Bewährungsstahl steckt das schon mit drin. Wir haben andere Stoffe, die wir recyceln können. Da werden wir aber auch noch in den weiteren Lernmodulen konkret drauf eingehen. Das ist im Anhang des DGNB-Kriteriums definiert und das ist wichtig auch zu berücksichtigen, diese grün markierten Phasen hier, alle anderen berücksichtigen wir nicht. Dafür liegen auch Daten vor, aber die DGNB zieht den Bilanzrahmen für unser Gebäude. So, welche Ökobilanzparameter werden nun ausgewertet, bezogen auf diese Lebenszyklusphasen? Das ist zum einen sind das das Treibhauspotenzial. Das wird alles umgerechnet in CO2-Äquivalente. Also es gibt mehr als CO2 als Treibhausgas. Methan ist ein weiteres Treibhausgas. Das wird aber alles umgerechnet in Kohlendioxid, also in CO2-Äquivalente. Das fließt mit einem Gewichtungsschlüssel von 40% in die Bilanzierung mit ein. Wir betrachten das Ozonbildungspotenzial, entsprechend angegeben in Ethen. Wir betrachten das Versauerungspotenzial in Form von Schwefeldioxid-Äquivalenten mit den entsprechend hier genannten Gewichtungsanteilen. Energiebedarf
und den Anteil erneuerbarer Primärenergie entsprechend der Gewichtung. Was wir erfassen, aber was nicht bewertet wird, ist das Ozonschichtabbaupotenzial. Das wird nur zur Information erfasst, fließt aber noch nicht bzw. nicht mehr in die Bewertung ein. Auch das ist eine Neuerung gegenüber älteren Systemvarianten. Wir erfassen zur Benchmarkbildung informativ das Potenzial abiotischen Ressourcenverbrauchs und wir erfassen in einem anderen Kriterium den virtuellen Frischwasserbedarf. Auch das sind Angaben, die mit einfließen, aber die nicht in die Gewichtung mit eingehen. Dann wird das System natürlich weiterentwickelt und es ist geplant, dass zukünftig weitere Indikatoren mit einfließen, die hier genannt sind, aber das findet, wie gesagt, noch nicht statt. Da kann man jetzt drüber streiten, ist das dann eine unzureichende Ökobilanz oder ist das angemessen? Also das könnte man diskutieren, aber die DGNB, wie gesagt, legt das jetzt fest, damit es, wie gesagt, auch vergleichbar ist. Darum geht es ja auch in dem DGNB-System. Als Beispiel jetzt für eine Mini-Ökobilanz der Energieträger zum Beispiel könnten wir uns jetzt anschauen, den Heizwert, beziehungsweise wir schauen uns an die Treibhausgasemissionen dann dieser 3, 4 Energieträger. Alles entnommen auch der ÖkoBaudat. Sie sehen es schon rechts unten, das ist eine wichtige Quelle für uns. Und wenn wir uns da jetzt mal die CO2-Emissionen anschauen oder die CO2-Äquivalente anschauen, dieser 4 Energieträger, dann zeigt sich folgende Bilanz. Also Holzpellets haben natürlich die Nase vorn, weil es ein regenerativer Rohstoff ist. Das heißt, ich habe da natürlich auch einige Gutschriften, gefolgt von den anderen dreien. Wenn man auf das Ozonbildungspotenzial schaut, das ist jetzt nicht besonders gut für Holzpellets, da zeigt sich wiederum ein anderes Bild. Beim Versauerungspotenzial ebenso. Das heißt, diskutiert wird, ist dann die CO2-Bilanz. Aber wir schauen aufs große Ganze. Ganzheitliches Planen hatten wir schon, spielt eine wichtige Rolle. Das ganze Thema der Baustoffe hatten wir ja schon. Ja, Ressourcenverbrauch ist eine ganz wichtige Aufgabe unserer Generation. Ganz viele Rohstoffe stecken in Gebäuden, als Stichwort hier Urban Mining. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir uns auch um den Lebenszyklus unserer Gebäude Gedanken machen. Also nicht nur über die Herstellphase nachdenken und dann nicht mehr über den Rückbau und die Recyclingfähigkeit der Konstruktionen nachdenken. Auch hier gilt das, was bei den Luftschadstoffen schon galt. Also mechanische Verbindungen sind immer zu bevorzugen gegenüber geklebten Verbindungen, weil ich es dann auch viel leichter habe, diese Stoffe zu recyceln und sortenrein zu trennen. Inwiefern das dann zukünftig mit bepreist wird bei der CO2-Besteuerung, das wird sich zeigen. Die Hersteller müssen es natürlich schon machen über die CO2-Zertifikate. Inwieweit das dann auch mit zum Nutzer übergeht, das wird sich zeigen. Wie läuft jetzt unsere Ökobilanzierung ab? Schauen wir uns das ganz kurz an. Wir haben, wie gesagt, diese Nutzungsphasen, diese Lebenszyklusphasen, das heißt den Rohstoffabbau, die Aufbereitung fließt in einen Prozess ein, da wird eine Sachbilanz durchgeführt. Wir haben die Herstellung der Vorprodukte, die Herstellung, Bau, Produktion. Da ist dann auch letzten Endes eine Schnittstelle. Das heißt, wir übernehmen Daten, wenn ich das mal hier einblende, an dieser Stelle. Das heißt, da greifen wir auf Daten zurück, bevor wir uns dann hier auch um die Herstellungsphase selber kümmern und die Nutzung und das End of Life dann auch tatsächlich selbst betrachten. Und in jeder dieser Phasen wird eine Sachbilanz durchgeführt. Wir greifen auf Datenbanken zurück. Das heißt, für uns werden dann auch schon Sachbilanzen zur Verfügung gestellt, sodass wir da nicht ganz bei Null anfangen müssen. Naja, und am Beispiel der grauen Energie lässt sich das gut erklären, wenn ich die Masse, die Abmessung, die Dimensionierung des Bauteils kenne und ich weiß, wie viel Energie da drin steckt, und das sind Daten, auf die wir zurückgreifen, dann kann ich natürlich berechnen, wie viel Energie erforderlich ist, um ein ganzes Gebäude hinzustellen.
ohne die eigentliche Bauphase, sondern nur das, was in den Stoffen selber drin steckt. Wenn wir uns das mal für Dämmstoff anschauen und da mal die Ökobilanz herstellen für 1 Kilogramm Dämmstoff, das Treibhauspotenzial, so sehen wir, da gibt es natürlich Unterschiede im Primärenergiebedarf, in dem nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf. Das hier war das Treibhauspotenzial und hier ist der Primärenergieverbrauch nicht erneuerbar für diese beiden Dämmstoffe. Wenn wir uns jetzt die Ökobilanz für 1 Quadratmeter Dämmstoff anschauen, 3 Zentimeter dick, dann sieht das Ganze so aus. Ja, das eben war 1 Kilogramm Dämmstoff. Jetzt reden wir über 1 Quadratmeter Dämmstoff, 3 Zentimeter dick. Und das Ganze kann ich natürlich auch machen in Abhängigkeit des U-Werts oder in Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit oder in Abhängigkeit des Energiespareffekts. Und hier ist Das heißt, Sie ahnen, in welche Richtung das läuft. Ich kann natürlich so die Ökobilanz als weitere Entscheidungsgröße, wenn es um Konstruktionen und Aufbauten geht, mitnutzen. Und so ist es auch gedacht. Also es ist nicht gedacht als tote Bilanzierung, die ich irgendwann abschließe und ein Ergebnis halte und wunderbar die Sache wieder in die Ecke lege, sondern es soll in der Planungsphase einfließen und mit als Entscheidungsargument für oder gegen eine bestimmte Konstruktion dienen. Schauen wir uns weitere Aufbauten an. Wir sind hier. Ganz kurz nur zur Ökobilanzierung von Siedlungen. Auch da gehen wir nicht vertieft in unserem Kurs drauf ein. Das ist ein anderes Thema. Auch da kann ich das machen, aber auf einer größeren Basis. Sie erinnern sich an die Darstellung Stadt, Quartier, Gebäude, Konstruktion, Baustoff. Und jetzt bin ich in einem anderen Bilanzrahmen. Das heißt, auch da kann ich jetzt natürlich andere Ökobilanzierungen, Energiebilanzierungen durchführen. Und so auch wiederum Entscheidungen vorbereiten. Welche Basis steht mir jetzt zur Verfügung, um diese Ökobilanzierungen auch durchzuführen? Also wo finde ich das Ganze? Und da gibt es 3 gebräuchliche Datenbasisquellen sozusagen. Die gebräuchlichste steht vielleicht ganz oben. Das sind produktspezifische Umweltproduktdeklarationen der Hersteller. Es gibt eine Übersicht auf dieser genannten Internetseite. Und da finde ich aber in der Regel produktspezifische Informationen. Und das ist durchaus ambivalent. Das heißt, wenn ich jetzt in der Planungsphase mich schon für ein Produkt entscheide, indem ich die Ökobilanz dafür bilde, also für ein bestimmtes Ziegelmauerwerk eines bestimmten Herstellers, dann muss ich das natürlich auch so bauen. Das heißt, ich habe eine Wettbewerbseinschränkung, wenn ich sehr früh schon mit Herstellerdaten arbeite. Eine Alternative dazu ist die Verwendung allgemeiner Datensätze und die finde ich wiederum sehr gut auf der Seite des Umweltbundesamtes beziehungsweise die verlinkt dahin und das ist die ÖkoBau.dat. Das heißt, das ist die zentrale Anlaufstelle für auch neutrale Datensätze, für auch Energieträger und so weiter. Das heißt, das ist die andere wichtige Quelle meiner Ökobilanzierung. Und dann gibt es noch eine dritte Quelle, das ist Vekobis. Das heißt, auch da finde ich einige Angaben zu Ökobilanzen von verschiedenen Bauprodukten und Baustoffen. Was finde ich jetzt in diesen EPDs, also in diesen Umweltproduktdeklarationen der Hersteller? Da finde ich ganz viele Informationen, unter anderem auch die Ökobilanz. Und weil das Ganze etwas
unübersichtlich droht zu werden, gibt es von der DGNB mittlerweile im Aufbau begriffen den sogenannten DGNB-Navigator. Das heißt, da kann ich auch auf die Suche gehen, wenn ich spezifische Produkte verwenden und einbauen möchte. In der Ökobaudat finde ich dann verschiedene Datensätze, hier mal beispielhaft dargestellt, einen Datensatz. Und dann erhalte ich, wie gesagt, diese Informationen, die ich dann auch im Rahmen der Gesamtökobilanzierung brauche. Das heißt, alle Informationen. Anderes Beispiel, dann Datendämmung, Angaben, ja, auch da haben. Also die Ökobaudat, eine wichtige Quelle für uns, um Ökobilanzierungen zu erstellen. Und eine weitere Quelle ist dann Vekobis. Auch da finde ich entsprechende Angaben und wir werden das Ganze trainieren auch im Weiteren. So, dann gucken wir uns doch mal das Kriterium ENV 1.1 an. Was gibt es da zu beachten? Natürlich den Verweis auf die Definition, auf die Normung. Das ist wichtig. Das werden Sie lesen bei der Einführung. Und wir werden finden, dass man das wirklich auch heißt, es soll keine tote Bilanzierung sein, sondern wir wollen das nutzen als Planungsinstrument auch in den frühen Leistungsphasen. Und das ist natürlich ein gewisses Dilemma, weil ich ja in der Regel in Leistungsphase 2 und 3 die Konstruktionen noch gar nicht so genau kenne. Aber es ist lösbar. Es gibt entsprechende Tools. Wir werden ein Programmpaket verwenden. Ein anderes ist auch in Anwendung an der Hochschule. Da gibt es noch eine bessere Schnittstelle, gerade in den frühen Leistungsphasen besonders interessant. So, welche Indikatoren werden bewertet? Prozess ein und da sehen Sie, dass in der Leistungsphase 1 bis 4 bereits eine Produktauswahl erfolgen sollte. Natürlich muss das Energiekonzept auch stehen. Insofern ist das eng verzahnt. Also derjenige, der die Ökobilanz durchführt und derjenige oder diejenige, die die
Energiebilanzierung macht, die müssen Hand in Hand arbeiten. In der Praxis kommt es häufig vor, deswegen, dass das auch in einem Büro angesiedelt ist. Das heißt, die Bauphysik, die energetische Bilanz, das Energiekonzept und auch die Ökobilanz sehr häufig in einer Hand ausgeführt wird oder durchgeführt wird. Kommen wir zu einer ganz kurzen Zusammenfassung. Also welche Kriterien spielen da vor allem mit rein? Natürlich das Hauptkriterium ENV 1.1, aber auch natürlich sowas wie Trinkwasserbedarf, Abwasseraufkommen spielt da mit rein. All die hier grün markierten Kriterien spielen bei der Ökobilanz mit eine Rolle. Und wie gehabt, hier die Leitfragen, die Sie auch, was Ihnen auch eine Orientierung ermöglichen soll, auch im Hinblick darauf, dass Sie vielleicht die Prüfung der DGNB machen. So, das war das Thema der Ökobilanz, die Einführung in die Ökobilanz. Ja, wir müssen das Ganze natürlich jetzt trainieren und einüben und das werden wir anhand des Beispielprojekts auch tun. Das heißt, wir steigen im nächsten Schritt dann auch schon in die Software ein und gucken uns an, was dabei zu berücksichtigen ist in den entsprechenden Videos im Online-Kurs. Machen Sie es gut, bis dahin alles Gute. Tschüss!